groß die Erwartungshaltung, auch auf der Tribüne. Bernd Stange, zypriotischer Meister, und Lothar Kopjewald, der hier schon alles war, Spieler, Trainer, Präsident. Wenn er kommt, gibt es Beifall. W und W begrüßen sich, Weidemann und Weber, die beiden Thüringer. Das Hinspiel hatte seine Mannschaft verloren, 1:3 gegen Fortuna Düsseldorf. Also so gesehen hatten sie auch noch einiges gut zu machen in dieser Partie. Fortuna ganz in Weiß mit Giuseppe Canale. Das ist Poccius, einer der beiden Stürmer der Gäste. Poccius und Feinbier und wie gehabt im Tor natürlich Christian Persson. Hier haben wir Uwe Weidemann. Über 100 Bundesligaspiele hat er absolviert. Ahmed Zebe. Wolf. Sehr nervöser Beginn bei Carl Zeiss Jena. Fehlpass. Und wieder Düsseldorf mit Zebe. Macht er sehr geschickt. Nächste große Möglichkeit von Poccius und Christian Persson mit der ersten großen Tat in dieser Partie. Zebe gegen Werner, da kann er nichts mehr machen. Ansonsten gibt es einen Strafstoß. Und Poccius, den darf man nicht so frei zum Schuss kommen lassen. Ziegner. Auch von ihm ein Fehlpass. Keinerlei Impulse in den ersten 15 Minuten vom Mittelfeldregisseur. Wolf, zweifacher Torschütze am letzten Wochenende gegen die Chemnitzer. Manchmal waren einfache Mittel ausreichend. Wieder Wolf und Maul, Retter in wirklich allerhöchster Not in dieser Situation. Und da motzt er rum, da schimpft er und das völlig zu Recht. Deckungsverhalten beim FC Carl Zeiss stimmt überhaupt nicht und auch nach vorne. Bisher kam nicht allzu viel. Klare Dominanz für den Tabellensechsten für Fortuna Düsseldorf. Hasse, Fehler von ihm, muss er ausbügeln. Foulspiel, gelbe Karte für den Abwehrmann von Carl Zeiss Jena. Gegen Wolf. Wolf mit einer sehr starken Anfangsphase und hier die Quittung. Freistoß für Fortuna. Canale steht bereit. Lamberts, einer der Torschützen beim Hinspiel. Zebe, neuer Aufbau. Böcker. Hasse gegen Canale. Wieder ein Foulspiel vom Abwehrmann des FC Carl Zeiss. Der beteuert natürlich, er habe nichts gemacht. Aber die Geste von Schiedsrichter Schössling ist eindeutig. Freistoß Fortuna Düsseldorf. Die Deckung ist in Unordnung geraten beim Gastgeber. Freistoß Düsseldorf, eine Sache für den erfahrenen Feinbier. Und er trifft, ein Strich, Persson bezwungen. Über 700 Minuten war er ungeschlagen. Letztes Gegentor in Köln von Cicullo. 700 Minuten hielt er seinen Kasten rein und da konnte er, das werden wir auch in der Zeitlupe sehen, kaum etwas machen. Knallhart dieser Schuss von Feinbier. Er reckt sich, er streckt sich, der Persson ist aber machtlos und geschlagen. Kann nicht zufrieden sein mit der Darbietung seiner Mannschaft. Viel zu nervös, das merkte man fast in jeder Szene. Vielleicht hilft ein Freistoß. Ziegner. Spiel des FC Carl Zeiss wird besser. Vielleicht ist das Gegentor ja eine Aufmunterungsspritze. Das war Fyte Sikora. Ungewohnte Position für ihn heute im rechten Mittelfeld. Zimmermann und Henge, die beiden Stürmer bei den Thüringern. Hier haben wir Sebastian Henge, den Torschützenbesten. Der hat natürlich einen Hammer drauf. Und Zimmermann, beste Aktion des FC Carl Zeiss, so etwa nach 22, 23 Minuten. Patrick Deuss im Tor von Fortuna Düsseldorf. Der wird Konkurrenz bekommen. Drei neue Leute sind verpflichtet worden für den Kasten. Aber jetzt erst einmal muss er diese Drangperiode des FC Carl Zeiss überstehen. Jenas Spiel wird flüssiger, dynamischer. Und kämpferisch stärker. Tobias Werner. Schön gesehen, Maul, da könnte er einmal schießen. Macht das auch, aber dann letztlich
zu hoch angesetzt, Alexander Maul. Und auch er ist einer der Besucher. Robert Enke war ja hier in Jena, ging dann zu Borussia Mönchengladbach und zog dann in die weite Welt hinaus. Lissabon, Barcelona, Istanbul, Hannover, das ist die Station. Interessierter Beobachter, und er sah jetzt wirklich eine bessere Mannschaft des FC Carl Zeiss. Weil auch Ziegner mehr gelang, Zimmermann. Und sofort sind auch die 12.100 Zuschauer wieder dabei, die ihre Mannschaft euphorisch anfeuern. Einwurf Zimmermann, wieder Ziegner. Hat es aber schwer heute, sich durchzusetzen. Sikora. Und Kopfballgelegenheit für Tobias Werner, der da völlig frei zum Zuge kam. Sofort ein paar tröstende Worte von Sebastian Henge. Vorarbeit Sikora. Und dann hier sehen wir, wie frei der Werner da in Aktion gerät. Tolles Publikum, wieder Anfeuerungsrufe, Jena, Jena. Aber dann diese Situation. Da haben sie Glück, dass hier Lamberts den Ball nicht unter Kontrolle bringt. Immer wieder gefährlich Fortuna mit Konterangriffen. Ziegner, schön gemacht. Werner, Foulspiel, da gibt es gar keine Diskussion. Höchstens über den Tatort. Wo war das Foul? Innerhalb oder außerhalb des Strafraums. Schössling entscheidet außerhalb. Hier noch einmal die verlangsamte Bildfolge. Denke, die Entscheidung geht in Ordnung. Ziegner. Natürlich eine Sache für den Kapitän. Und er kann auch Freistöße schießen. Das ist bekannt und er trifft. 1:1. 36. Minute. Was hat der Ziegner in dieser Saison schon für Freistöße markiert? Und auch diesmal lässt er sich nicht lumpen in diesem so wichtigen Spiel. Euphorie auf den Rängen und auf dem Rasen. Wir werden in der Zeitlupe dann auch sehen, welche tolle Rolle Sikora bei dieser ganzen Angelegenheit spielte. Hier noch einmal Ziegner. Sikora duckt sich. Dadurch wird Deuss irritiert und es steht 1:1. Und das ist der Präsident, Rainer Zipfel, seine Reaktion. Und dann ist er ganz alleine, denkt nach, in sich gekehrt, inmitten der Jubelnden und wird dann wieder in die Wirklichkeit zurückgeholt. Herrliche Bilder. Düsseldorf hatte ja angekündigt, hier nichts wegzuschenken. Und sie kämpften und es war ein teilweise sehr hartes Spiel, wenn auch nicht unfair. Aber hier gab es dann Ende der ersten Halbzeit diese Aktionen um Werner und um Zebe. Schiedsrichter mit Augenmaß bestrafte beide mit Gelb. Weber konnte dann nach der 20. Minute so etwa zufrieden sein mit der Partie, mit seiner Mannschaft. Und dann unaufgeregt der Halbzeitpfiff des Referees. Also, fassen wir kurz zusammen. Es gibt Beifall von den Tribünen, Beifall im weiten Rund. 1:1 der Stand der Dinge. Und er hat das Jena Tor gemacht. Thorsten Ziegner. Guido Solos mit Gesprächspartner. Bernd Stangen, wie laut schlägt das Herz heute für den FC Carl Zeiss bei Ihnen? Ja, natürlich, wenn man wieder in die zweite Liga kommt, wenn man spürt, dass wieder Kompetenz im Spiel ist, nachdem hier viele Zauberer ihre Visitenkarte abgegeben haben, hat man ein gutes Gefühl und ist auch ein wenig stolz, dass die zweite Liga ruft. Heiko Weber, eine ganz intensive erste Halbzeit. Düsseldorf scheint hier kein Gastgeschenk bringen zu wollen. Ja, wir haben die ersten 20 Minuten so gespielt, dass Düsseldorf gedacht hat, gegen Jena ist sehr, sehr viel zu machen. Kommen zu Recht in Rückstand, aber haben uns dann enorm gesteigert und haben mit 5-6 Großchancen wenigstens 1:1 erzwungen. Aber so wie die ersten 20 Minuten habe ich uns selten gesehen, aber das sind heute wirklich die Nerven. Interessiert euch überhaupt, wie es in Kiel steht? Da steht es 1:0. Weiß also ganz genau Bescheid. Interessante Aussagen zu diesem Spiel, wie ich finde, auch von Bernd Stange, gegeben meinem Kollegen Reiko Richter. Der zweite Durchgang läuft. Wieder Nervosität zu spüren bei den Thüringern. Wieder marschiert Kanale. An Zweien vorbei und da lauert schon wieder dieser torgefährliche Marcel Potschus, der 13 Treffer erzielt hat
Feinbier. Ja, 14. Hasse wird rausgenommen. Ich denke, damit beugt Weber einer eventuellen gelb-roten Karte vor. Wachsmuth nun in der Dreierabwehrkette. Wieder Lamberts. Und Potschuss. Der fackelt nicht lange. Das ist eine seiner Stärken. Sofort zu schießen, wenn er den nötigen Raum hat. Knappe Angelegenheit, wie diese Zeitlupe verdeutlicht. Alexander Maul. Jena wieder ungeordnet. Feinbier. Kanale. Auffällig. Genau wie Potschuss. Gegen 4-5 Mann haben sie sich da durchgesetzt. Kanale und Potschuss. Und erneute Führung für Fortuna Düsseldorf. Wieder sind die Unkonzentriertheiten des FC Carl Zeiss bitter bestraft worden. 51. Minute. Kanale und Potschuss fahren Karussell mit dem FC Carl Zeiss. Kann Jena erneut aufholen, sich steigern, wie nach 20 Minuten der ersten Halbzeit. Es sieht so aus, schöne Stafette über Henge, über Werner, über Zimmermann, keine Abseitsposition. Reklamation der Düsseldorfer zwecklos. Sikora mit viel Kampfgeist holt er den Ball zurück. Druckphase, Drangperiode jetzt des FC Carl Zeiss, von Erfolg gekrönt. Zimmermann, der Torschütze. Ausgerechnet Zimmermann, der schon beim letzten Aufstieg gegen Sachsen-Leipzig mit dabei war. Kurioser Treffer in der 56. Minute. Hier Sikora. Dann Henge. Und Zimmermann steht goldrichtig. Mit Zimmermanns zwei Treffern in Wuppertal begann ja die Euphorie Regionalliga für den FC Carl Zeiss, als die Mannschaft am ersten Spieltag gleich mit 3:1 gewinnen konnte. Ziegner. Zimmermann aufgedreht nach seinem Tor. Und Sikora. Außenpfosten. Tolle Phase jetzt des FC Carl Zeiss. Hier zeigen sie, hier beweisen sie, warum sie so weit oben stehen und warum sie aufsteigen wollen in die zweite Liga. Dann geht der Captain von Bord. Mit viel Beifall wird er verabschiedet. Thorsten Ziegner, auch heute wieder Torschütze. Und ein anderer Regisseur kommt, Kais Manay. Standing Ovations der Zuschauer auf der Tribüne für den Captain. Der ist sauer aufgrund der Auswechslung, aber sicherlich auch für Manay etwas ganz Besonderes, jetzt hier in diese Partie zu kommen. Schuss kam von Stefan Kühne, auch der hat sich ja hervorragend eingefügt in die Mannschaft des FC Carl Zeiss. Er kam ja in der Winterpause. Erstaunliche Düsseldorfer, die hier wirklich nicht klein beigeben, sondern die kämpfen. Aber jetzt eine Möglichkeit für Zimmermann. Wieder Zimmermann. Goldige Idee. Im Abschluss unglücklich. Einwurf Sikora. Zakanti ist ins Spiel gekommen. Auch Düsseldorf hat gewechselt. Alberts dabei und im Angriff Pusic. Potschius. Das ist Pusic und da weiß Persson nicht so recht, was er machen soll. Soll er rausgehen oder doch lieber drin bleiben? Und so wird seine halbe Aktion und das nutzt Pusic mit einem gekonnten Heber. 3:2 für Fortuna Düsseldorf. Wieder Führung also für die Gäste. Da ist dann auch der 1,96 Meter Mann machtlos gegen diesen platzierten Heber. Unten schon die Traube um den Trainer, um den erfolgreichen Trainer Heiko Weber. Die Resultate sind durchgesickert. Auch diese Niederlage würde reichen für den FC Carl Zeiss. Sie sind dabei in der zweiten Liga. Hasse, Ziegner freuen sich natürlich, auch wenn heute verloren wurde. Aber was heißt das schon?